war einmal vor langer, langer Zeit. Die frostige Luft zog die schneefarbenen Bergspalten. In Frieden durchkämmen die Pilger die Tiefen des Schneegebirges. Doch nicht dort Pflanzenfresser leben zu jener Zeit. Grausige Gelüste der Natur, schreckliche Echsen, Bestien und Drachen vor. Diejenigen, die solche Kreaturen bekämpfen, nannte man Monsterhunter. Dies war die Zeit, in der Legenden sich nahe machten. Dies war die Zeit, in der Geschichte geschrieben wurde. Dies war das Zeitalter von Akantokrille. Und er war es, der die gefährliche Reise wagen sollte. Durch tropische Wälder und sengende Wüste, Tage und Nächte lang unterwegs, Leib und Leben aufs Spiel setzen, um schließlich das einzige Schneegebirge zu erreichen, wo der schreckliche Tigrex ihn, den Tapferen, den Gütigen, den Gutaussehenden. Hey, so warten. Albert! Kioma, was machst du hier? Wo ist deine Rüstung? Ich chill hier gerade. Hab ich die olle Dorfschäfer wieder auf Quest geschickt oder was? Aber da oben kommt gleich der T-Krex. Ist der G-Rave oder was? Yeah. Scheiße, dann bin ich voll one-hit. Yo Leute, ich bin's, der von der Kantokrille und ja, das Special ist jetzt vorbei. Jedenfalls der Hauptteil, der Abspann kommt noch, aber ich hoffe, es hat euch einfach Spaß gemacht. Wir haben sehr, sehr lange daran gearbeitet, allein die Planung hat knapp einen Monat gedauert, glaube ich. Danach die ganze Ausarbeitung nochmal ungefähr einen Monat und dann die ganze Bearbeitung, wo natürlich Flo hauptsächlich daran gearbeitet hat, auch neue Ideen reingebracht hat. Weiteres seht ihr dann im Abspann, wer noch alles mitgearbeitet hat. Jedenfalls unglaublich viel Arbeit hat er drin gesteckt, aber ich denke, man sieht uns auch an, dass es uns extrem viel Spaß gemacht hat und ich freue mich einfach, dass es, dass wir so viel erreicht haben, um überhaupt sowas machen zu können, gerade dass Flo uns da hilft und dann auch neue Ideen mit reinbringt und so weiter. Und ich finde es einfach cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seht es als das, was es ist. Ein ganzes Projekt, das sehr, sehr lange gebraucht hat. Und wenn euch jetzt ein Teil nicht gefallen hat, dass ihr es trotzdem als Projekt seht, für das wir viel Mühe und Arbeit geopfert haben und dass ihr es gut findet, so wie es ist, oder eben nicht gut findet, aber dann braucht ihr auch nicht in Käse schreiben. Also würde ich mich einfach freuen, wenn da halt jetzt nicht irgendein Mist steht, weil es einfach sehr viel Arbeit gewesen, mehrere Monate hinweg, und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr es auch so seht. Ja. Und bevor ich es noch vergesse, ich muss euch noch was mitteilen, und zwar haben, nachdem wir ein T-Shirt verschenkt haben, beziehungsweise beim Contest verlost, haben mich viele angeschrieben, Dave, wir wollen auch ein Akantokrille-T-Shirt haben, wo gibt's denn das? Und dann haben wir uns überlegt, machen wir für euch einen T-Shirt-Store auf, so wie es die Außenseite uns auch haben, also ganz offiziell, wo ihr euch T-Shirts raussuchen könnt und die T-Shirts kaufen. Wir haben die jetzt so preislich ganz, ganz weit unten lassen. Das sind dann T-Shirts hier, das Akantokrille-T-Shirt, habe ich selbst nicht an, das ist jetzt halt Unikat, das gibt's nur dreimal eben. Aber wir haben da eben verschiedene auch neue Artikel, Tasten und so weiter haben wir drin. Schaut einfach mal rein, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, wie immer. Und wir bereichern uns jetzt nicht groß dran, aber ich dachte einfach als kleines Gimmick für euch, dass es euch Bock macht, da mal ein T-Shirt zu kaufen. Also werden auch nicht so teuer sein, aber die Produktionskosten sind eben auch relativ hoch. Aber wäre einfach cool, wenn sich jemand kauft und ich sehe mal hier auf der Straße oder auf der Gamescom immer hingehen. Fände ich auf jeden Fall super cool. Also Leute, ich bedanke mich bei euch für eure Unterstützung. Ich bedanke mich beim Kanalmoderatoren für ihre Unterstützung. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die Akantokrille mithelfen.
bei allen Leuten, die Akantokra schauen, bewerten, kommentieren und zu ihm stehen. Also Leute, wir sind ein Team. Haut rein, macht's gut.